Hallo, ich möchte euch heute eine spannende Geschichte von mir und meinen Brüdern erzählen. Jack, John, Chris und mir. Mein Name ist außerdem Johnny. Wir sind im Dschungel abgestürzt und haben dort ein spannendes Abenteuer erlebt. Und jetzt geht's los. Puh, endlich sind wir im Flieger. Das Auto war so heiß, ich habe es fast nicht ausgehalten. Da hast du recht. Das lange Warten am Flughafen war ziemlich anstrengend. Hey, da ist der Uber unter uns. Wow. Passagiere, bitte bewahren Sie Ruhe. Eines unserer Triebwerke ist ausgefallen. Was? Wir werden abstürzen. Nein! Wir stürzen ab! Passiert. Ja, wo sind wir? Ich glaube, wir sind im Dschungel. Hey, wo ist der Pilot? Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Puh, wenigstens habe ich eine Karte dabei. Kommt, folgt mir. Und so gingen wir in den Dschungel. Eine Stunde später. Sind? Oh, nein! Ich glaube, ich halte die Karte falsch rum. Jetzt haben wir uns verirrt. Plötzlich kam ein alter Mann und meinte: Hallo, braucht ihr Hilfe? Ja, bitte, wir haben uns verirrt. Ah, da kann ich euch helfen. Geht einfach 3 Kilometer geradeaus, wendet euch bei dem Stein, der wie eine Hand aussieht, nach links und geht weiter geradeaus. Dann kommt ihr zu einer Stadt. Hier, ich gebe euch noch einen Kompass. Danke, das ist aber nett. Machen wir uns auf den Weg, wir müssen noch vor Einbruch der Dunkelheit einen Unterschlupf finden. Dort ist eine Höhle bei dem großen Baum. Jetzt habe ich Hunger bekommen und ich habe Durst. Hier ist eine Kokosnuss. Na toll! Und wie soll ich die aufkriegen? Schneide sie mit einem Messer auf. Hier. Danke. Am nächsten Tag gingen wir weiter. Ich begleite euch. Ich könnte euch auch noch den Tempel zeigen. Das ist eine gute Idee. Nur unser kleiner Bruder Jack hat wahrscheinlich wieder einmal Angst und will draußen bleiben. Irgendjemand muss auf ihn aufpassen. Das mache ich. Okay. Dann gingen ich, mein Bruder Chris und Mr. Morris, der alte Mann, in den Tempel. Hey, da ist eine Fackel. Komm, Chris, zünde sie an. Folgt mir. Nach einer halben Stunde kamen wir in der Mitte des Tempels an. Wow, so einen tollen Schatz habe ich noch nie gesehen. Ja, ein einzigartiger Anblick. Vor dem Tempel. Ist der auch so langweilig? Ja, hoffentlich kommen sie bald wieder heraus. Im Tempel. Hey, ich nehme gleich etwas mit. Ah, du hast eine Falle ausgelöst. Was? Nein! Schnell weg hier! Wir werden von einer Schlange verfolgt! Schnell, gleich haben wir den Ausgang erreicht! Endlich sind wir wieder draußen! Kommt, flücht in die Stadt am Fluss! Okay. Eine Stunde später. Endlich sind wir in der Stadt! Ich brauche etwas zum Trinken! Ja, dort ist ein Hotdog-Stand! Wir kaufen dir etwas! Zum Glück wieder in einer zivilisierten Gegend! Kommt, wir rufen ein Taxi! Hey, Taxi, Taxi! Hier! Wieso macht der Motor solch komische Geräusche? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich eine Waffe habe. Also, Hände hoch! Was wollen Sie von uns? Wir haben doch gar nichts! Doch, die Münzen des Schatzes, die du mitgenommen hast. Also, gib sie her! Ich habe Angst, ich mache mir gleich in die Hose! Gebt mir den Schatz und ihr bekommt die Freiheit. Ja, hier der Schatz. Und jetzt lassen Sie uns in Frieden. Ja. Nach diesem letzten Zwischenfall kamen wir endlich zu unserem Vater und erzählten ihm unsere Geschichte.